Es ist einfach auch eine absolut geile Stelle hier. Sieht nicht nur super schick aus, es ist sogar einfach eine Stelle mit einer geilen Frequenz, aller gute Frequenz, und zwar für Pose, für Grund, für Karpfen. Also, ab geht es an einen der wohl beliebtesten Spots. Und ich muss ja gestehen, ich war hier 2-3 Mal erst. Und zwar immer dann, als es hieß, Alden, geh doch mal dahin, wenn du deine Stipp-Tutorials machen willst, beziehungsweise deine Stipp-Qualifikation absolvieren willst, dann ist das hier genau der richtige Spot. Und das werde ich jetzt auch gleich testen. Wir haben gerade Abend und es gibt ja noch die Qualifikation, dass man auf der Stippe einen dicken, fetten Brocken ziehen soll. Gucken wir mal kurz rein. Qualifikation Stippe. Und dann haben wir hier ein Gewicht von in der Nacht. Hier ist es 6 Kilo zwischen 23 Uhr und 4 Uhr in der Nacht. Darauf hoffe ich jetzt. Und wie komme ich da drauf? Ich meine, der Spot wurde die letzten Tage immer wieder benannt. Er wurde auch zuletzt im Stream noch genannt. Genau, da hatte Ryzen Power das geschrieben und meinte, Alden, geh mal dahin, da lübt der Lachs gerade anders wild. Und kurz danach hosten wir rüber zum Spiro in den Stream. Und der Lümmel steht hier, Alter, auf Match. Da habe ich mir auch gedacht, Alter, Spiro, gar nicht beim Spinning oder was? Als alter Spinning-Main steht er hier mit den Match-Routen und zieht die dicken Karpfen hier raus. Richtig, richtig geil. Und das Krasse ist halt, es ist halt so auf 12 Meter Entfernung. Und da fiel mir ein, Alden, der Lysak-Zwerg, der alte Profi-Stipper, sagte doch schon vor Monaten, diese Position, und man kann das, glaube ich, auch ganz gut immer wieder erkennen, das ist halt hier so ein kleiner Schniepi, wo es halt so ein bisschen weiter rausgeht. Und dadurch steht man halt schon ziemlich nah in diesem tiefen Bereich. Und das ist halt so eine sehr geile Stelle. Wahrscheinlich geht das hier in diesen Bereichen oder hier irgendwie auch nochmal ganz gut, wo halt wirklich die etwas tieferen Stellen näher ans Ufer rankommen. Und dann kommst du halt hier mit der Stippe auch ganz gut hin. Jetzt muss ich bloß noch was Passendes finden. Honigteig ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich mache aber mal einen größeren Haken drauf. 1-0. Und dann machen wir hier den... Machen wir mal Mais und Honig. Und dann hoffe ich doch mal, dass mir da gleich auch die Quali reinballert. Machen wir mal 1,80 Tiefe. Alter, wenn er das jetzt sieht, ne? Der wird dann sagen, Alden, komplett falsch. Du musst das anders machen. Ich mache erstmal. Einfach mal gucken und testen, was geht. Aber es geht eben auch schön auf Grund. Also, wenn du hier Bock hast, einfach nur auf Karpfen und auf Grund. Ich bin hier gerade mit der Johannes unterwegs. Es soll auch Tutti Frutti gehen. Und dann einfach raus damit. 12 Meter geklippt. Das ist halt mega entspannt. Und wenn ich mir vorstelle hier, mit einem 1er Haken, also wirklich klein rangehen, mit vielleicht kleinen 15er Boilies, sagte der Devilos zuletzt noch, kleine Alden, dann ran, hohe Frequenz, schön einen nach dem anderen rausziehen und den Kescher voll machen. Das ist halt dann richtig geil. So, gerade nochmal eben hier in-game geantwortet. So, dann gehen wir jetzt, glaube ich, ja, wir haben 23 Uhr durch. Das passt. Und raus damit. Und jetzt kommt es drauf an, ballert auf den Köder was rein oder nicht. Und es muss 6 Kilo haben. Das wäre nicht so schlecht. Okay, erster Test war jetzt nicht so erfolgreich. Heißt also, ich teste jetzt hier nochmal, stopp, ich teste hier nochmal Mais jetzt. Die Köder, die waren es offensichtlich nicht. Zack, wieder raus. Ich habe jetzt ungefähr auf 2 Meter. Da ist er noch. Da ist er noch zu sehen. Okay, die Pose ist noch gut zu erkennen. Da hinten ist sie. Heißt also, wir testen jetzt nochmal auf Mais. Wir haben schon 2 Uhr in der Nacht. Bisher nicht ein Biss auf der Pose gewesen. Katastrophe. Aber zum Glück schon ein paar Schuppis reingeballert auf Grund. Das heißt, da geht zumindest was.
und ich hoffe, das ist ja jetzt alles noch ohne Futtermischer, also ich stehe hier blank. Wenn man also hier das erste Mal ist, man hat vielleicht noch kein PVA oder sowas, dann einfach so mal testen. Auch dafür ist das gar nicht so schlecht hier. Futtermische ballere ich aber jetzt gleich rein, denn ich will hier noch deutlich höhere Frequenz haben und dann mal gucken, wie das hier so aussieht. Gute halbe Stunde mal voll machen und den Spot halt so ein bisschen mehr testen. Tja, 4:30 Uhr morgens, es wird langsam Zeit. Ich hatte gerade nochmal eine Futtermische rausgeschmissen mit der Futterrakete. Also bin übelst gespannt, ob da hinten noch was an die Pose reinballert bis dahin. Ich glaube, wenn nicht, nehme ich trotz allem gleich noch weiter die Pose. Ich bin da vorne jetzt auf 12 Meter ungefähr, so auf 2,10 Meter Tiefe eingestellt mit der Pose. Das ist halt immer wichtig, dass man die so einstellt, dass der Köder quasi bis auf dem Grundfass liegt. Gerade wenn man hier mit Boilies bzw. dann mit dem Mais auch unterwegs ist, dass das so ungefähr passt, dass die Pose nicht so ganz untergeht. Das funktioniert dann da ganz gut. Aber wie gesagt, leider bisher noch keiner dran. Noch keiner dran. Wie gesagt, jetzt bin ich gespannt, lübt das mit der Futtermische oder nicht. Ich baue mal das Setup hier nochmal ein bisschen kleiner. Ich gehe hier nochmal auf deutlich mehr Frequenz. Ich hatte als erstes mal hier den Doppelmais getestet. Wir nehmen mal hier den einfachen Mais. Den Johannes, zap, zarab, 12 Meter und raus damit. Genau da vorne hin. So, dann sind wir hier vom Setup mit dem 1er-Haken, 15er Pop-Up mit Johannes als Mais. Also auch hier ein relativ kleines Set und da ist was dran. Und es ist noch eine Stunde Zeit. Ist das der 6 Kilo Fisch? Ich glaube nicht. Ne, der hat zu wenig. Oder? Nein, es war nur bis 4 Uhr. Nein, gar nicht bis 6 Uhr. Es war ja nur bis 4 Uhr. Fällt mir gerade ein, ey. So, mal ein bisschen rausziehen. Und da ist er. Wären auch nur 4 Komma gewesen. Auf der Stippe. So, das war schon mal nicht verkehrt, aber eben leider noch nicht gereicht. Das werden wir nochmal wiederholen. Am besten dann in der nächsten Nacht. Und jetzt baue ich doch nochmal eben um auf Match. Ich habe irgendwie Bock auf Match. Der Spiro hat da so geil rausgezogen, Alten. Das will ich auch. Das muss doch irgendwie gehen, ey. So. Gucken wir mal eben. Guck mal da. Auf dem einfachen Mais geht er direkt ab hier. Mir reichen ja, guck mal, das sind so viele, ne? Also so einfach nur die normalen Schubbis. Theoretisch reicht mir das ja auch. Wenn man eine gute Frequenz hat, wie gesagt, einfach nur auf Schubi. Matchroute, da ist er schon auf der 3. Dann stellen wir ein, nicht die Matchmontage, sondern Karpfen Pop-Up. Gehen dann hier rein mit dem dicken Set. Gehen wir mal ein bisschen übertrieben auch rein. Die dicke Waggler drauf. Nehmen wir mal die mit dem roten Kopf. Dann gehe ich hier auf. Na, so ganz langes Vorfach will ich eigentlich nicht. Aber die anderen sind alle zu wenig Tragfähigkeit. Ach doch, hier habe ich noch eins, genau. Dann machen wir auch hier erstmal nur den 1er-Haken. Ich nehme mal den mit dem etwas längeren. Den etwas längeren Kopf, genau, längeren Hals. Und dann machen wir auch hier den Johannes drauf mit dem Dip. Ganz simpel, erstmal damit anfangen und testen. Und dann gucken wir weiter, ob wir da nicht die Partikel auch mal ein bisschen größer machen. Happy Hour ist vorbei, na siehste. Und dann gehen wir auch hier runter auf 2,10 Meter als erstes. Stellen den Clip ein auf 12 Meter. Das war nicht ganz 12, da müssen wir ein bisschen weiter. So. Das passt doch ungefähr. Ja. Bügel auf, Bügel zu, damit der Clip auch raus ist. Das Ding geht runter. Einholgeschwindigkeit max. Bremse passt soweit. Schön. So. Die frühen Morgenstunden sind da. Es kann reinrasseln, Alten. Schön so gegen in der Nacht, so gegen 3, 4 Uhr angefüttert. Und dann kann das doch jetzt richtig losgehen. Sehr schön. Gerahmter oder was? Jawohl, gerahmter mit knapp 10 Kilo, schmeckt. Und da geht es auch an der Match weiter. Sehr schön. Immer wichtig, Pose vor Grund. Nicht gehakt, sehr gut.
Memo an mich selbst, länger warten, bis die Pose richtig unten ist. Und dann geht das aber los hier. Auch auf 10 Meter soll das gelaufen, oder sollte das laufen. War jetzt auch nicht so schlecht, wäre auch natürlich eine Möglichkeit, einfach mal noch flacher rangehen. Vielleicht teste ich das dann allerdings mit, so, dann nochmal mit der Stippe. Auf zu, absinken lassen und runter damit. So, und dann auf jeden Fall mehr Geduld hier mit der Match. Die müssen halt richtig runtergehen und richtig abziehen. Ja, aber so sieht es gerade aus. Die Nacht, wie gesagt, war jetzt nicht so erfolgreich. Wir gucken einfach jetzt mal, ich ziehe jetzt nochmal ein bisschen durch, ein bisschen auf Frequenz gehen. Gucken, ob da ein bisschen was Dickes reingeht. Und dann gucken wir uns gleich nochmal den Kescher an und was das Ganze natürlich gebracht hat. Zack. Ja, also tatsächlich bestes Ergebnis. Einfach hier auf 15er Pop-Up-Boilie. Heppa. Ach ja, schön, Alter, Lederkarpfen. 15er Pop-Up-Boilie mit Mais. Reicht völlig. Also kleine Boilies und dann, wie gesagt, mit dem Maiskorn. 20er habe ich auch getestet, 20 und 25er getestet, nur große Boilies, alles nicht so ideal, nur Mais, dann doch ein bisschen zu lütt, gerade sogar noch einen mit 13 Kilo dran gehabt, einen Brocken, also das kann man machen, das ist irgendwie fair. Was ich jetzt gerade nochmal getestet habe, ist auch auf der Matchroute, können wir nochmal eben reingucken, auch da gar nicht so geil, also da bremst es deutlich mit dem Boilie. Vielleicht teste ich hier auch gleich einfach nur nochmal den Mais. Waren auf jeden Fall bessere Ergebnisse. Die großen Partikel bremsen da deutlich. Futtermische kann ich auch vielleicht gleich nochmal reinballern. Wir können ja gerade nochmal eben reinschauen. Zack, ist sie da noch drin, da ist sie drin. Da ist die Trockenmische, da haben wir es dann schön aufgelistet. Also komplett mit den Johannisbeer Feeds drin. Johannisbeer Boilies geschreddert. Und natürlich mit Johannisbeer als Aroma. Ich habe keine Basis verwendet. Bedeutet, es ist extra so eingestellt, dass eben nicht die kleinen getriggert werden, sondern dass es tendenziell echt eher auf die großen geht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da geht in dem Moment was rein. Sehr schön. Ich lasse das nochmal drin. Jetzt warten wir aber auch nochmal ein bisschen ab hier. Jetzt. Jawohl. Und dann müssen wir mal ein bisschen anschlagen noch. Perfekt, so soll das sein. Ist halt ziemlich geil hier, gerade mit der Matchroute. Der Prügel hat hier so eine richtig schöne Dehnung, so eine schöne Kurve. Yep. Recht weich. Ja, guck mal da, Alter, der nächste Leder. Lederkarpfen, Alter. Nicht verkehrt, ey. Lederkarpfen auf Johannes. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Zack, zack. Bügel zu, Bügel wieder auf. Schön locker lassen, bommeln lassen, Einholgeschwindigkeit maximal, Bremse halt angepasst, ne, und dann reinballern lassen. So, hier hatte ich das gerade auch nochmal gewechselt. Zweierhaken teste ich jetzt hier nochmal im Vergleich zum Einserhaken. Ähnliches Setup, also auch hier 15er Pop-Up mit Mais. So, das ist bisher das Ergebnis, 39 Minuten. Ich bin ganz zufrieden damit, passt. Ich denke, da geht aber noch ein bisschen mehr, vielleicht auch von vornherein so ein bisschen mehr mit anfüttern und solchen Sachen, dass dann der Lachs da richtig lübt. Ich würde sagen, wir schauen mal eben rein in den Kescher. Ja, Spots, wo Lederkarpfen laufen und gerahmte, die lohnen sich halt immer ganz besonders. Ne? Wenn wir dann jetzt mal nach den Preisen schauen, sehen wir hier auch schon direkt den Preisunterschied, wenn man das dann zum Schuppen oder zum normalen Spiegelkarpfen hier vergleicht. Da ist der Spiegelkarpfen deutlich günstiger und das ist doch hier in der Zeit schon mal gar nicht schlecht. Es geht deutlich mehr, das auf jeden Fall, aber so fürs Rumprobieren und gerade auch das mit dem Stippentesten in der Nacht, da bin ich doch im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Lübt, da werde ich mich auf jeden Fall gleich direkt nochmal hinbegeben und noch ein bisschen was rausziehen, wenn es geholfen hat. Den Kanal abonnieren, nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.